Der letzte Sessellift ist der neue Roman von John Irving. Und John Irving ist bekannt dafür, dass er über Außenseiter schreibt. Und in diesem Roman geht es um Ausgrenzung aufgrund von sexueller Identität. Und er wählt aber eine sehr interessante Perspektive, wie ich finde, weil es nämlich um Adam geht, der heterosexuell ist und der aber in einer Familie aufwächst, in der alle Mitglieder queer sind. Und diese Familie liebt ihn auch abgöttisch und er liebt seine Familie total dolle, ist aber immer so etwas wie außen vor, weil er die Kämpfe, die die Menschen seiner Familie führen, nur begrenzt nachvollziehen kann. Und er viel Zeit damit verbringt, sich Sorgen um diese Menschen zu machen. Es ist ein wunderbarer Roman über Toleranz und über Liebe und gleichzeitig aber auch ein sehr spannender historischer Abriss über amerikanische Politik.